In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie eine Zahnspange für Erwachsene eingeklebt bzw. eingesetzt wird. Um guten Zugang und gute Übersicht zu haben, halten wir uns die Wangen und die Lippen mit einem solchen Spanngummi etwas aus dem Weg. Das ist später sehr wichtig, wenn der Kleber eingesetzt wird, weil der muss in trockenen Verhältnissen aufgebracht werden und die sind im Mund durch den Speichel nicht immer ganz zu erreichen. Deswegen also dieser Spannrahmen, der uns ein bisschen mehr Platz und freie Zugänglichkeit erhält. Als erstes tragen wir auf jeden Zahn ein Reinigungsgel auf. Das wirkt 20 bis 30 Sekunden und wird dann abgespült. Und dann werden die Zähne sehr vorsichtig und gründlich getrocknet mit einem Luftstrom. Wenn die Zähne trocken sind, wird als nächstes der Haftvermittler aufgetragen. Auch bis hin, da sieht man schon, wie knapp das ist mit dem Platz. Das wird schnell mal feucht. Und dieser Haftvermittler wird mit Licht gehärtet. Je nachdem ungefähr 10 Sekunden pro Zahn. Jetzt sind die Zähne vorbereitet für die Aufnahme der Brackets. Und hier kommt das erste Bracket. Muss richtig rum auf den Zahn gesetzt werden, wird ein bisschen angedrückt, damit der Zement gut zwischen Zahn und Bracket fließt. Und jetzt wird das Bracket nach der Achse des Zahnes und nach der Schneidekante mit so einer sogenannten Bracket-Lehre oder mit einer Höhenlehre ausgerichtet. Erst dann, wenn es ganz genau und richtig auf dem Zahn platziert ist, wird der Kleber mit Licht ausgehärtet. Von beiden Seiten, von der Unterseite und von der Oberseite, geht ja der Lichtstrahl nicht durch das Metall durch. Und so geht das jetzt für jeden einzelnen Zahn weiter. Für die Patienten ist das eher ein bisschen langweilig. Die müssen ruhig halten, stillhalten, bis das Bracket auf jedem Zahn sitzt. Wir empfehlen den Patienten für solche Sitzungen am besten einen MP3-Player mitzubringen, damit sie sich ein bisschen unterhalten können. Und es eben nicht zu langweilig wird. Jetzt rauschen wir also hier durch und gucken uns an, wie das bei den restlichen Zähnen aufgeklebt wird. Selbst wenn das hier mit achtfacher Geschwindigkeit erfolgt, muss das doch sehr akkurat ausgeführt werden und es braucht seine Zeit. Da hat man noch ein bisschen Zahnstein zu entfernen. Jetzt wieder abgespült. Das Reinigungsgel, das Auftragen des Haftvermittlers und das Härten des Haftvermittlers. Und das Aufkleben der Brackets für die zweite Kieferhälfte. Die sehen jetzt hier vielleicht ein bisschen krumm und ein bisschen schief aus, die Brackets. Das liegt aber an der Stellung der Zähne. Teilweise auch daran, dass die Schneidekanten der Zähne nicht ganz gerade sind, sondern schräg abgenutzt sind. All das muss man berücksichtigen, wenn man die Brackets klebt. Sonst kommt es hinterher nicht gerade heraus. Da wird noch ein bisschen Überschuss von Zement entfernt mit der Sonde.
Jetzt sind wir im Oberkiefer schon durch und können im Unterkiefer mit dem Reinigungsgel beginnen. Ja, gespiegelt. Gut. Trocken halten. Auftragen des Haftvermittlers. Da konnte man eben sehen, wie der Kleber auf das Bracket gebracht wird. Ausrichten, andrücken, Höheneinstellung des Brackets. Was wir Ihnen hier zeigen, ist unsere Methode, Brackets aufzukleben. Es gibt viele andere Methoden, die auch zum Ziel führen, die Brackets auf die Zähne zu bringen. Wir nennen dieses hier die direkte Methode, das heißt, jedes einzelne Bracket wird direkt auf den Zahn geklebt. Man könnte auch indirekt arbeiten, das heißt, die Brackets auf ein Modell des Kiefers bringen und dann mit einer Transfermöglichkeit, mit einer Schiene oder Folie die Brackets vom Modell abnehmen und auf die Zähne übertragbar machen. Dann hätte man also die Möglichkeit, mehrere Brackets auf einmal einzusetzen. Und weil man es auf dem Kiefermodell des Patienten vorbereitet hat, geht das unter Umständen ein bisschen schneller. Andererseits das Ausrichten in der Höhe, das Ausrichten nach der Zahnachse und so weiter, das muss man nach wie vor machen. Ob man das jetzt auf dem Modell macht oder am Patienten macht, das kostet sicherlich die gleiche Zeit. Vielleicht ist es für den Patienten manchmal etwas bequemer, wenn man indirekt klebt, also mit einer Vorbereitung auf dem Modell. Allerdings, für den Zahnarzt ist es ein bisschen ein Blindflug, weil er nicht so gut und nicht so exakt sehen kann, ob das auch wirklich ganz genau übertragen wird. Und wenn wir hier bei so einem Bracket eine Höhenabweichung von Millimeter haben, dann sieht man das hinterher durchaus. Dann steht der Zahn einen Millimeter zu hoch oder einen Millimeter zu niedrig in der Zahnreihe und das wird dem Patienten sicherlich nicht gefallen. Also hier ist akkurates Arbeiten extrem wichtig. Jetzt haben wir die Brackets oben und unten drauf und jetzt können wir den Bogen einspannen. Der wird zunächst etwa abgemessen, dass er ungefähr der Kiefergröße entspricht. Dann wird er hinten in die Röhrchen der Brackets auf den letzten Zähnen eingeschoben. Und jetzt jeweils mit einem kleinen Gummi, mit einem Elastik, auf den einzelnen Bracket festgehalten. Muss genau in der Mitte ausgerichtet sein, der Bogen. Sehen Sie, wie ich da das Bracket das Elastik abnehme und auf das Bracket spanne. Genauso weiter bei allen anderen Zähnen. Die Enden werden abgeschnitten. Und jetzt können wir das gleiche im Unterkiefer machen. Jetzt wieder das Abschneiden der Enden, damit nichts piekst. Und die Spange ist eingesetzt. Jetzt muss noch kontrolliert werden, ob irgendein Bracket stört beim Zubeißen. Das wäre nicht gut. Dann würde das Risiko bestehen, dass dieses Bracket bei der ersten Mahlzeit abgekaut wird und runterfliegt. Das testen wir ein paar Mal, auch mit Bewegungen. Dann lege ich eine Folie ein, um sicher zu sein, dass die Patientin auch tatsächlich mit allen Zähnen auftrifft und nicht irgendwo ein Bracket erwischt und ich das möglicherweise übersehe. Ja, das sieht gut aus. Jetzt können wir den Spannrahmen abnehmen, die Patientin hochfahren und ihr die Bescherung mal zeigen. Für Sie habe ich noch die Vorteile der 6 Monats Zahnkorrektur notiert.
Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie doch auf unsere Webseite oder auf unseren Blog.